Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und ihr kennt doch Run for Tools. Ein Läufer, 60 Sekunden, so viel Werkzeug raustragen, wie du nur unter die Arme kriegst. Aber wie viel Werkzeug ist das eigentlich? Wie viel kriegt man denn so eigentlich unter die Arme in 60 Sekunden? Wir haben es getestet. Heute haben wir sie also, drei Läufer, die sich dieser Herausforderung stellen, dieser fast unmenschlichen Herausforderung, in 60 Sekunden so viel rauszutragen aus dem Lager, wie nur geht. Ich bin echt gespannt, wie viel es denn nun sein wird. Ach ja, übrigens, ihr habt ja noch immer die Chance daran teilzunehmen, ergo euch zu qualifizieren. Und denkt dran, auch monatlich bekommen die Gewinne ja schon einen Gewinn. Das klang irgendwie komisch, oder? Aber ist so. Jedenfalls habt ihr immer noch die Chance, euch zu qualifizieren. Alles, was ihr machen müsst, ist ein kurzes Video einzuschicken. Entweder ein YouTube-Link an die Adresse, die steht hier. Oder ihr macht das Ganze per WhatsApp als Nachricht. Schickt da ein Video hin und das Ganze steht hier, die Telefonnummer. Aber Achtung, ihr habt nur noch den September und Oktober, denn dann geht's los und dann ist nämlich auch schon bald der Sack zu. Und Anfang November ist das letzte Voting und dann passiert Folgendes. Unsere grandiose Losfee, die jetzt gerade hinter der Kamera steht und ein bisschen rot wird, wird am 22.11., nachdem das letzte Voting Anfang November war, die Ziehung vornehmen. Nämlich die Ziehung aus allen Qualifikanten, so sagt man glaube ich so, aus allen Qualifikanten wird sie den einen Läufer herausziehen. Am 22.11. Und dann jetzt Trommelwirbel. Am 12.12. wird der Run for Tools stattfinden und dann bin ich gespannt, ob er mehr schafft als die Läufer, die wir uns gleich ansehen. Jetzt wollen wir aber mal sehen, wie viel schafft man denn eigentlich rauszutragen? Und wir fangen an mit dem Neuling oder auch, ich nenne ihn liebevoll, der Sparsame. 3, 2, 1, go! Ja Mensch, zack, 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 wo kein Schnee ist, kannst du laufen. Ja, ich habe nicht zu viel versprochen, der Sparsame hatte hier einen Warenwert von so rund 1.100 Euro. Und jetzt mal im Ernst, das geht doch schneller, oder? Aber wie kannst du dich eigentlich vorbereiten? Und zwar findest du auf der GoTools-Seite, auf der GoTools Run for Tools-Seite, auch einen Link zum 3D-Plan vom Lager. Dort kannst du dich komplett im Lager umschauen, kannst durchs Lager durchlaufen und kannst dir deinen Run schon mal aussuchen. Bleibst du im Basement, ja? Oder gehst du in das Stockwerk oben drüber? Vielleicht sind da andere Sachen, wer weiß das schon, ja? Und übrigens, ein Tipp. Wir haben Festool demnächst im Lager. Und wenn der Run ist, sind da auf jeden Fall schon, es sind ja jetzt schon eine Menge Sachen da, aber dann sind richtig viele Sachen da. Und ich glaube, da würde ich ein bisschen Ausschau halten, oder? Kommen wir jetzt zum Kenner. Der Kenner kennt sich schon ein bisschen länger im Lager aus. Und was haben wir gedacht? Na, packen wir ihm einfach eine GoPro auf den Kopf. Los!
Also Kenner hin, Kenner her. Aber jetzt mal im Ernst. Er hat eine Menge rausgetragen und zwar hat er fast 2000 Euro Warenwert da auf den Tisch gelegt. Aber sah das jetzt viel aus? Ich bin doch der Meinung, da kann man doch mehr machen. Also wenn ich jetzt unsere Kamerafrau angucke, wenn die in den Schuhladen geht, dann hat die Türme von Schuhen hier auf dem Arm. Ja, so muss das sein. Also ich weiß nicht, habt ihr nicht das Gefühl, da geht noch mehr unter den Arm? Ihr habt 8 Arme, 3 Beine und 5 Nasen, da passt überall was ran. Also beim nächsten Mal möchte ich bei euch ja auf jeden Fall mehr sehen. Okay, Moment, ein bisschen abregen. Also, ganz wichtig, wir haben uns noch eine Zusatzaufgabe überlegt, nämlich der Läufer bekommt vor dem Lauf 3 Fragen gestellt und pro richtig beantwortete Frage bekommt er 3 Sekunden zusätzlich. Also er bekommt nochmal 9 Sekunden zusätzlich Zeit, wenn er alle Fragen richtig beantwortet, zum Laufen. So, und jetzt aber die nächste Sache, und zwar jetzt kommt der harte Hund. Der harte Hund hat sich schon stark vorbereitet. Ich glaube, sein ganzes Leben hat er sich auf genau diesen Tag vorbereitet. Und mal gucken, wie viel er schafft. Hat er nicht gemacht. Eine Sekunde vor Ende läuft er nochmal zur Seite, holt sich eine Kleinigkeit und ab ins Ziel. Der Hammer. So, ihr habt jetzt gesehen, der harte Hund hat Nerven aus Stahl bewiesen und am Ende nochmal zack, 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 alles auf den Tresen. Und wie viel hat er gehabt? Fast 2000 Euro lagen am Ende auf dem Tresen. Aber sind wir doch mal ehrlich, würdest du genauso laufen? Ich glaube nicht, du würdest laufen, als wenn es um dein Leben läuft. Du würdest dir schon überlegen, welche Schuhe nehme ich denn? Wie ist der perfekte Grip auf diesem Boden? Würdest du die Gänge anschauen und würdest so viel tragen, wie es nur irgendwie geht. Also ich rate dir, schau dir nochmal genau den Parcours an. Überleg dir, wenn du es noch nicht gemacht hast, sende uns dein Video ein. Wenn du genau alles nochmal zum Thema Run for Tool wissen willst, dann hast du hier oben nochmal ein Video, wo ich alles erklärt habe. Und jetzt sage ich mal, ja, jetzt kann es losgehen. Jetzt folgt die heiße Phase und ich bin auf den 12.12. mega gespannt.